So, willkommen liebe Blackbox-Freunde. Ich möchte euch heute mal die Blackbox in der Akku-Variante vorstellen. Ja, ist eigentlich ganz simpel. Man hat eine Powerbank dabei, die hält circa 2 Wochen, dann muss sie mal wieder aufgeladen werden. Und ja, das Ganze muss dann halt nicht mehr am Controller vom E-Scooter angeschlossen werden, sondern man packt dann die Blackbox und den Akku zum Beispiel in der Tasche. Man kann aber auch die Blackbox noch verbauen und das Kabel rausführen und dann nur die Powerbank in der Tasche. Also es gibt viele Varianten. Ich möchte euch einfach nur mal zeigen. Ich schließe sie mal an. So ist sie jetzt an. Ne? Die ganz normalen Blinkerfunktionen kennt ihr ja eigentlich. Ne? Ist ja nichts. Das ist ja nichts Neues, was ich euch jetzt also zeige. So, die Warnblinker, die könnt ihr in der neuen Software umstellen. Also welche ihr wollt. Ich habe ja verschiedene. Und in der neuen Software könnt ihr jetzt auch mit den 2 Tasten das Standlicht einstellen. Und auch die Helligkeit vom Standlicht könnt ihr einstellen. Das speichert das dann alles. Ja, ist eigentlich ganz simpel gemacht, ne?